Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde des digitalen Zeitalters oder auch Skeptiker des digitalen Zeitalters. Ich freue mich sehr, dass ich heute, hallo, Conny Dittloff. Hi, grüß dich. Moin. Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir eine wichtige Frage zu erörtern, die, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen im Moment bewegt. Und zwar diese Frage, wie verändert sich der Mensch durch diesen Einfluss des digitalen Zeitalters und was brauchen wir an neuen Kompetenzen oder an neuen Einstellungen, Geisteshaltungen etc., um eben dann auch damit klarzukommen, ohne dass wir alle, ne, wie die Maschinenstürmer, Trump-Wähler etc., ne, einfach nur alles hassen und wieder weghaben wollen. Das ist ja wohl das Destruktiveste, wie man damit umgehen kann. Überhaupt, meine Meinung. Aber jetzt möchte ich mal erstmal, dass du dich vorstellst und sagst, warum bist du genau der Richtige, um darüber zu sprechen? Du bist Blogger, du bist Mathematiker. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Conny Dittloff, bin 42 Jahre alt und ja, bin Diplom-Mathematiker, bin seit 99 in der Wirtschaft tätig und ich habe irgendwann, das war 2006, angefangen, für mich so bestimmte Sachen, die ich wahrgenommen habe in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, tiefgründiger zu hinterfragen. Unter anderem natürlich auch das Thema, das brennende Thema, was uns alle umtreibt derzeit, das ist das Thema Big Data, künstliche Intelligenz. Die Fragestellung, können Maschinen denken, können Maschinen intelligent sein, können Maschinen uns irgendwann überholen, müssen wir Angst haben, irgendwann vielleicht gar keine Arbeit mehr zu haben, weil Maschinen uns alle Arbeit wegnehmen und was machen wir Menschen dann noch? Und das ist das, was mich so seit 4, 5 Jahren brennend interessiert und ich da auch viel drauf rumdenke, vor allem auch natürlich im beruflichen Umfeld viel damit zu tun habe, weil ich bei Otto arbeite und dort im Thema Business Intelligence und dort natürlich auch die Frage habe oder die Frage beantworten muss mit meinen Kollegen, wie wir Daten einsetzen, um letztendlich Otto am Markt noch besser dastehen zu lassen. Von daher ist es ein Thema, was mich eigentlich tagtäglich interessiert. Digitalisierung, Big Data, Maschinen, was macht das mit uns Menschen in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft? Boah, das ist so großartig. Ich bin so froh, dass du da bist. Ja, besseren hätten wir doch dafür gar nicht bekommen können. Danke nochmal. Ja, ich hatte mir gedacht, wir teilen das so ein bisschen so auf. Du kennst ja dieses Buzzword, diese Buzzgeschichte, die vierte industrielle Revolution, Industrie 4.0. Und du hast eben natürlich aus dem, du studierst das ja auch ständig, du liest unglaublich viel, du saugst das ja alles auf und verarbeitest das. Du hingegen sprichst ja da, ich habe jetzt vergessen, wie dieser Philosoph oder Soziologe heißt, der darüber geschrieben hat, über die dritte Menschheitsepoche. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, was der Unterschied ist zwischen diesem vierte industrielle Revolution-Einteilung und eben die dritte Menschheitsepoche? Ja, genau. Ich gehe da ein bisschen weiter zurück. Du sprichst den Gotthard Günther an, so ein deutscher Mathematiker, Philosoph, leider vergessen. Der hat sich folgende Frage gestellt, das fand ich sehr, sehr interessant, warum wir eigentlich Menschen heute in der Gesellschaft so denken und so leben, so miteinander leben, wie wir leben. Und er hat so drei Epochen-Einteilungen gemacht. Die erste Epoche, was war für ihn die Primitive? Das heißt, dort war die Naturwissenschaft noch gar nicht vorherrschend. Alles, was passierte in der Natur, haben die Menschen mit irgendwelchen Mystiken gleichgesetzt. Da gab es Götter. Wenn irgendwo ein Unwetter war, dann war irgendein Gott dafür verantwortlich. Und irgendwann, als dann die Naturwissenschaft hochkam, hat man dann versucht, über Naturwissenschaft die Natur zu verstehen, um alles, was in der Natur grundsätzlich so vor sich geht, Unwetter, also alles, was wir wahrnehmen, das zu erklären. Und so ist die Naturwissenschaft entstanden, damals durch Descartes auch. Und irgendwann ist das dann natürlich übergeschwappt, dass die Menschen nicht nur die Natur verstehen wollten, sondern irgendwann irgendwie auch beherrschen wollten. Das heißt, wir haben Maschinen gebaut, die ganz, ganz viel übernommen haben, was Menschen auch übernommen haben, Dampfmaschine und so weiter. Und das hat er die zweite Epoche genannt. Das heißt, Menschen hatten das Wissen, um Natur, um Vorgänge in der Natur zu erklären und die für sich auch nutzbar zu machen. Letztendlich ist es das, was wir heute als Fortschritt
betrachten. Warum haben wir Flugzeuge? Warum haben wir all die Maschinen? Warum sind wir imstande, bestimmte Krankheiten zu heilen? Alles das beruht genau auf diese, auf die Erkenntnisse, die die Menschen durch Naturwissenschaft gewonnen haben. Biologie, Physik, Mathe und so weiter und so fort. Und da sind wir irgendwie heute noch. Günther sagt dann, es gibt noch eine dritte Epoche, wo Menschen einfach ein bisschen reifer werden, wo Menschen dann nicht nur so technologisch unterwegs sind, sondern wo Menschen dann imstande sind, die Technologie auch wirklich für sich nutzbringend einzusetzen. Und da sage ich, so ein bisschen provokant auch, die Epoche haben wir noch nicht erreicht. Wir sind immer noch in der zweiten Epoche, wo wir uns Menschen, wo wir Fortschritt immer mit technologischem Fortschritt gleichsetzen und so ein bisschen uns dabei auch als Mensch verloren haben. Ich bin auch da an der Ecke sehr provokant, sage, dass wir uns von uns selber entfernen. Wir entmenschlichen uns und setzen alles irgendwie mit Maschinen gleich, selbst uns mit Maschinen gleich. Genau. Also wir sind immer noch in der zweiten Epoche. Und was ich so, du hast ja deine Frage, was ich so im Zuge der Digitalisierung wahrnehme, ich bin ja auf vielen Kongressen, Konferenzen auch unterwegs, lese da auch viel zu und alles, was man im Netz, oder vieles, was man im Netz findet dazu, da wird ganz viel über Technologie gesprochen. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist der Mensch. Und das ist für mich auch der Faktor oder das, der Indikator dafür, dass wir irgendwie immer noch in der zweiten Epoche sind. Also alles, was wir mit Fortschritt gleichsetzen, wie gesagt, ist Technologie. Wir haben uns aber, wo wir uns nicht weiterentwickelt haben, ist in die menschlichen Miteinander. Also wenn wir über Kommunikation reden, dann reden wir über WhatsApp, dann reden wir über soziale Medien, um uns darüber zu unterhalten und zu verständigen. Aber wir reden nicht darüber, was eigentlich Kommunikation für Menschen eigentlich bedeutet, wie ein Mensch eigentlich versteht, wie ein Mensch wahrnimmt und so weiter. Das geht, kommt mir ein bisschen zu kurz und ja, deshalb bin ich an der Ecke ein bisschen provokant, dass ich sage, da diesen Schritt müssen wir gehen zusammen. Ja, also ich da würde schon sagen, dass da ganz viel drüber gesprochen wird und dass so ganz viel eben auch mit diesem menschlichen Miteinander thematisiert wird. Aber auch da besteht natürlich in diesem Übergang der Epochen, falls es dann wirklich so ist, dass wir in diesem Übergang leben. Ich habe ja, da stand ja die Epoche der universellen planetaren Kultur. Ne? Also wirklich zu sagen, Nationen spielen keine Rolle mehr, Zeit spielt im Grunde genommen keine Rolle mehr, Status, Tradition spielt keine Rolle mehr, sondern dass eben wahrscheinlich auch nicht nur der Mensch, sondern ich vermute mal, so habe ich es aufgefasst, Lebewesen aller Art, Pflanze, Tier, Mensch und vielleicht dann, so würde ich denken, zunehmend auch die Maschine, ne, die wieder ihren eigenen Platz in der Natur einnimmt, dass die sich eben miteinander auf Augenhöhe befinden und miteinander kommunizieren. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das kann man so sagen. Ja, das würde ich so sehen, ja. Genau. Also, dass wir, ich gebe einfach ein paar Beispiele, um das vielleicht ein bisschen plakativer zu machen, weil das ist das, was ich versuche immer. Ich beobachte ganz viel, egal ob jetzt im beruflichen oder im privaten Umfeld. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich bin ja Führungskraft bei Otto und in bestimmten Schulungen, die man natürlich als Führungskraft auch besuchen muss, da wird man, ich sage es auch da wieder provokant, mit Methoden und Modellen quasi totgeschlagen. Das heißt, was tun wir, oder das ist meine Interpretation, immer dann, wenn wir miteinander agieren, dann holen wir uns ein Modell hervor, pressen dann unseren Kommunikationspartner in ein Modell und dann behandeln wir nur dieses Modell. Beispiel, es gibt viele Modelle zum Thema Angst. Also was passiert in einem Menschen, welche Phasen durchläuft ein Mensch, wenn er Angst hat? Welche Phasen durchläuft ein Mensch, wenn er sich wandelt? Da gibt es ja ganz, ganz viele Modelle. Und was ich wahrnehme bei ganz, ganz vielen Menschen, wenn man dann darüber redet, dann wird man als Kommunikationspartner in das Modell gepresst und dann wird nur noch das Modell bearbeitet. Dann wird immer gefragt, so in welcher Phase befindet sich der Mensch eigentlich? Phase 2, Phase 3? Was man sich aber viel zu wenig stellt oder was man lässt sich nicht auf seinen Kommunikationspartner ein. Das heißt, ein Modell ist natürlich gut. Ich will gar nicht Modelle absprechen, nur sie werden manchmal zum Selbstzweck, sehr, sehr oft. Und wenn Menschen in so ein Modell nicht reinpassen, dann sind sie irgendwie komisch, krank und dann behandelt man sie auch entsprechend. Und das ist das, was ich überhaupt nicht versuche. Also ich versuche tagtäglich im menschlichen Miteinander Modelle natürlich im Kopf zu haben, aber mich auf den Menschen einzulassen. Und das kommt mir zu kurz. Also wenn wir beispielsweise im Unternehmen Methoden anwenden, jetzt was ja auch Schlagwörter sind, agil und lean.
dann muss man sich auch da die Frage stellen, wie sind beispielsweise diese Methoden entstanden? Die sind auf einer ganz bestimmten Geisteshaltung entstanden, die aus der japanischen Gesellschaft kommt. Da denken die Menschen ganz, ganz anders. Und die haben dann für sich als Ergebnis diese Methoden dann wie Scrum oder Kanban erfunden. Was machen wir in der westlichen Gesellschaft? Wir übernehmen einfach die Methoden und wundern uns dann, dass man irgendwie da keinen Erfolg hat. Da fehlt dann eben die Einstellung dahinter. Also Methoden einfach nur so einzusetzen als Selbstzweck, ohne die richtige Einstellung. Ich sage immer, Menschen machen irgendetwas erfolgreich und nicht Methoden. Und das ist das, was wir irgendwie verlernt haben. Also wir stürzen auf Methoden, was ja auch einfach ist. Weil wenn man dann keinen Erfolg hat, dann kann man irgendeine Methode dafür zur Rechenschaft ziehen. Und man ist schön außen vor. Und das tut manchmal ganz gut. Man ist irgendwie immer nicht im Spiel, sondern die Methoden sind schuld, nicht der Mensch. Ja, das sagt man ja auch gerade in der Wirtschaft. Der Unterschied zwischen Unternehmern und Managern ist, ein Unternehmer ist jemand, der die richtigen Dinge tut oder auch noch die falschen. Und ein Manager ist derjenige, der die Dinge richtig tut, der also sich auf Statistiken, auf Zahlen, Daten, Fakten begründet in seinen Entscheidungen und deshalb dann sagen kann, okay, ich habe nichts getan, aber Intuition, Imagination, Inspiration wäre für einen Manager, da muss er schon verdammt selbstbewusst sein, um wirklich zu sagen, ist mir doch egal, ich entscheide jetzt mal aus meinem Bauch heraus, ich bin jetzt mal Querdenker, ne? Ich bin jetzt mal jemand, der auch im Unternehmen ganz andere Sachen zulässt. Rezepte sind eben auch dafür da, um sich zu schützen. Und dieses sich schützen ist wahrscheinlich ja auch in diesem rationalen Zeitalter eine ganz wichtige Sache, um eben A zu überleben und B aufzustarten. Mhm. Ne? Mhm. Absolut. Und absolut. Anerkannt dann von der Gesellschaft nach oben zu kommen. Du sprichst das gerade an bei Otto, wo du ja auch diesen, ja, ich sag mal jetzt, agilen Wandel, ich bin ja bei diesen kybernetischen Führungsmodellen, muss ich ja immer auch so ein bisschen dann so an den Sozialismus, die sind ja auch viel in den 50er Jahren entstanden, ne? Wo man dachte, wir brauchen der Mensch, ne? Wird bestimmt vom System, wir brauchen nur ein tolles System und alle Menschen werden gut und der Einzelne ist nichts, die Gruppe ist alles. Ist es so, dass dieses Agile oder überhaupt auch diese ganzen Bemühungen, eben mit Modellen zu arbeiten in Unternehmen, dass sie noch ein Stück weit von diesem alten Denken auch herrühren oder stimmt das gar nicht? Also grundsätzlich, was will man, also was ich so wahrnehme, was möchte man eigentlich, wenn man über Agil und Lean redet, dann ist es natürlich schon so, dass man sagt, also man möchte den Menschen in den Vordergrund stellen. Das würde, glaube ich, niemand absprechen. Da würde man auch wahrscheinlich den Menschen wehtun, wenn jemand sagt, nee, Menschen sind nicht wichtig. Aber im Endeffekt, wenn man sich eben auf Methoden verlässt, dann tut man genau das, auch wenn man es natürlich nicht zugibt. Das gibt natürlich keiner gerne zu. Also keine Führungskraft in einem Unternehmen würde sagen, die Menschen sind nicht wichtig. Logischerweise nicht. Nur es passt einfach nicht in den Denkrahmen rein, den wir in unserer westlichen Gesellschaft haben, dieses Entweder-Oder-Denken. Ich gebe da auch mal ein Beispiel. Meine Oma früher, die hat super, super genialen Kuchen gebacken. Und wenn ich dann gefragt habe, sag mal, wie machst denn du das? Dann hat sie mir nie ein Rezept gegeben, sondern sie hat dann eben immer gesagt, ja, das musst du schmecken. Das musst du, wenn ich gesagt habe, wie viel Zucker nimmst du? Ja, so ein bisschen so, das schmeckt man. Der Kuchen war immer lecker. Das heißt, meine Oma hat nie nach Rezepten gebacken. Das heißt, sie hat das, und das vergleiche ich so ein bisschen mit Methoden. Wenn ich das hätte machen wollen, einen super Kuchen, dann muss ich streng nach Rezepten gehen. Und das ist das, was wir derzeit tun. Meine Oma hat da im Thema, im Kontext Kuchenbacken, eine gewisse menschliche Reife gehabt. Das heißt, das war quasi in ihr drin. Sie konnte das im Endeffekt gar nicht wirklich erklären, warum ihr Kuchen so lecker war. Sie ist nicht nach Rezepten vorgegangen. Und ähnlich ist es im Umgang mit Menschen auch. Das kann man, deshalb sage ich auch mal, Führung, gute Führung kann man nicht beschreiben, sondern beobachten. Versucht man, gute Führung zu beschreiben, dann begibt man sich wieder in dieses Technokratische. Dann muss man natürlich wieder in einen Methodenkoffer ausweichen, weil man dann wieder in einem Wenn-Dann ist. So nach dem Motto, wenn du das tust, dann passiert das. Und wenn du das tust, dann passiert das. So funktioniert Führung aber nicht. Ganz, ganz viel im guten menschlichen Miteinander passiert intuitiv, passiert situativ. Da
da kann man sich nicht auf Methoden stürzen. Ähnliches beim Fahrradfahren. Wenn man kann Fahrrad fahren, man lernt es irgendwann und dann kann man aber auch nicht erklären, was passiert eigentlich, warum kann ich eigentlich ganz genau mein Gleichgewicht halten? So, was sind die Schrittfolgen 1 bis 10, um nicht vom Fahrrad zu fallen? Auch das ist etwas sehr, sehr Komplexes, was man im Endeffekt nicht in ein Rezept oder in eine Methode gießen will. Und ich glaube, genau da sind wir irgendwie verhaftet. Wir versuchen immer, Erfolg, die jemand hat, nachträglich argumentativ zu erklären. Und dann ist man in diesem Wenn-Dann. Also wenn du das tust, dann passiert das. Und das ist irgendwie dann, da ist man schon in der Falle. Weil genau das ist es eben nicht. Also man kann das noch nicht kopieren. Wenn man fragt, wie machst du das, kann man nur beobachten. Und man kann versuchen, das irgendwie für sich zu adaptieren. Aber das geht eben nicht methodisch. Das versuchen wir aber. Die ganzen Best-Practice-Fälle, die man so sieht, Berater, die in Unternehmen kommen, die einen Wandel begleiten wollen oder wollen müssen und dafür Geld kriegen, die machen immer ihr Methodenkoffer auf. Und genau da ist man, wir haben vorhin angesprochen, zweite Epoche, wo wir immer noch sind aus meiner Sicht. Das ist das Technokratische. So funktioniert der Mensch aber nicht. Der Mensch funktioniert nicht im Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Das heißt Widersprüchlichkeit. Und diese Widersprüche kann man eben nicht formal logisch aufschreiben in Rezepte. Und das ist eben ich sage immer so schön, man braucht eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung, ein Mindset, um erfolgreich zu sein. Und das kann man nicht erklären. Also das ist irgendwie schwierig. Und da sind wir, das versuchen wir immer. Wie gesagt, ich habe es am Beispiel meiner Oma erklärt, Kuchen backen. Sie kann es auch nicht erklären. Das kann man beobachten und das schmeckt, aber man kann es nicht nachvollziehen und dementsprechend auch nicht nachahmen und kopieren. Und das ist aber schwierig, das wollen wir nicht wahrhaben. Irgendwie so richtig. Das ist meine Meinung. Ja, aber bei Otto ist es ja so, dass du hattest mir das, als wir beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, hast du mir das ja erzählt, dass du jetzt zurzeit, wenn ich es richtig behalten habe, so 140, 150 Menschen bei Otto eben, ne, so von unten dann eben, also ohne, also du versuchst nicht mit Methodenkoffer, sondern eben mit einer gewissen Struktur, die Freiheit ermöglicht, dann eben sozusagen auch ein Stück weit diese neue dritte Epoche, sind da ein bisschen hochgegriffen, aber schon irgendwie soweit es geht, eben da auch vorzubereiten. Kannst du das mal kurz erklären, was ihr da macht? Genau, das ist genau, früher war es immer so, man hat, wenn Menschen im Team zusammengearbeitet haben, dann hat man Prozesse definiert, dann hat man Rollen definiert, da wurden Rollen beschrieben, Projektmanager, Entwickler, Programmierer und dann wurde im Haarklein erzählt, was muss der tun? Wenn man gefragt hat, wie arbeiten die miteinander, wie passiert Anforderungsmanagement, hat man Prozesse definiert, da ist man wieder, wie vorhin gesagt, im Rezeptmodus. Was wir jetzt tun und was ich auch vor allem treibe, ist, wenn ein Team dort ist von Menschen, also 8 Menschen in einem Team und die haben natürlich ein Ziel. Das heißt, das Team zusammen muss einen Mehrwert generieren zusammen. In der Fragestellung aber, wie arbeiten die zusammen, dann sage ich, das könnt ihr viel besser als irgendjemand, der nicht Bestandteil des Teams ist. Das heißt, ich ermutige die Menschen, zusammen für sich zu definieren, wie sie bestmöglich miteinander arbeiten, miteinander denken und miteinander handeln. Früher war es immer so, in der Regel, da haben Führungskräfte sich was ausgedacht, haben einen Prozess definiert und haben dann einem Team, einer Gruppe von Menschen gesagt, so, das ist der Prozess, du hast jetzt die Rolle, du hast die Rolle, arbeitet jetzt. Und auch wenn die Menschen das nicht zugegeben haben, irgendwie war das nicht ihres. Es wurde ihnen quasi aufdiktiert und sie haben danach gearbeitet. Und da hat man irgendwie festgestellt, dass irgendwie klappt das nicht. Und das ist ja auch das Gedankengut hinter Agil beispielsweise, dass man sagt, befähige die Menschen. Heißt aber auch, lasse es zu, dass die Menschen zusammen ihren eigenen Weg definieren. Und das muss nicht deiner sein. Hauptsache ist, sie fühlen sich wohl und sie, das ist ja, wir sind bei Otto ja auch kein Wellnessverein, sondern wir wollen Ergebnis natürlicherweise erwirtschaften. Und dann glaube ich, wenn Menschen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wie sie zu einem Ergebnis kommen, zu einem Ziel kommen, dann werden sie das auch. Es dauert halt nur. Man muss da einen langen Atem haben. Auch das ist da bei uns natürlich ganz oft, dass dann die Menschen sagen, kannst du mir helfen? Dann sage ich, ja, aber nicht, ich werde keine Antworten finden, sondern ich werde euch vielleicht über Fragen ein bisschen herausfordern und euch vielleicht auch eine Richtung geben. Aber ich darf euch die Antworten gar nicht geben, weil dann ist es ja nicht eure Antwort. Das ist nicht euer Ergebnis und ihr werdet es irgendwie nicht als euers ansehen. Und dann glaube ich, das sieht man auch bei Teams, wenn die das geschafft haben, wenn die diesen sogenannten Tipping Point überwunden haben und zusammen etwas geschaffen haben,
dann spricht man von solchen Teams ja auch, die haben die Identität. Die haben ihre eigene DNA, die man irgendwie nicht erklären kann. Das können wahrscheinlich die Mitglieder des Teams selber gar nicht erklären. Aber die funktionieren, die performen. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Das kann man, wenn man das beobachtet, ist es Wahnsinn. Aber die haben halt einen langen Weg hinter sich. Sie haben zusammen definiert, wie sie denken und handeln wollen. Ohne dass von außen irgendjemand kam und gesagt hat, mach das mal so oder mach das mal so. Oder du hast die Rolle und du hast die Rolle und du darfst das nicht tun und du musst das tun. Das muss man, und das ist so ein bisschen so dieses, verbinde ich so ein bisschen mit menschlicher Reife, dass man in der Lage ist, das Zutrauen natürlich auch selber hat, in sich gewisse Sachen zu machen, ohne immer zu fragen, was ist Standard, wie machen das die anderen, zu gucken, wie andere Unternehmen das machen, sondern seinen eigenen Weg zu finden und den auch konsequent zu gehen. Das ist natürlich nicht immer einfach, gerade in unserer westlichen Gesellschaft nicht einfach. Aber das ist das, was wir versuchen, bei Otto zu gehen. Und teilweise haben wir da auch schon kleine, schöne Erfolge jetzt gefeiert. Okay, wenn du das mal jetzt so in den Fokus rückst, wie lange probiert ihr das und kostet es Otto nicht unglaublich viel Geld, diesen langen Lernprozess dann auch geduldig abzuwarten? Kann sich das so ein Konzern erlauben? Ja, wir sind jetzt, kann man sagen, so ein Jahr ganz, ganz massiv dabei, so bei uns im Bereich zu denken und auch zu arbeiten. Und ja, kostet das Geld. Die Frage ist, hat man eine andere Chance? Und das ist ja das, was man in vielen Unternehmen sieht, auch die letzten Jahre. Man hat immer natürlich versucht, das anders zu tun, also über Methodik zu kommen. Aber Erfolg hatte man auch nicht. Also von daher ist es die Chance. Ich glaube, man hat gar keine andere Chance. Wenn Menschen miteinander arbeiten, dann gibt es nur genau diesen Weg, dass sie zusammen für sich etwas definieren. Und was ja auch cool ist, also wenn man wirklich solche wirklich High-Performance-Teams sieht, die eine eingeschworene Gemeinschaft sind, die geben sich eigene Namen. Die kreieren für sich Maskottchen. Und das sind so kleine Indikatoren, wo man sagt, wow, da ist irgendetwas im Entstehen. Die fühlen sich als Bestandteil des Teams und wollen auch Bestandteil des Teams sein. Und das ist auch der Grund, warum wir beispielsweise bei Otto gesagt haben, wir gehen weg von Projekten, so wie es früher auch war, dass man eben für ganz bestimmte Fragestellungen so Menschen zusammengeholt hat in ein Team. Und wenn man dann das Projekt quasi abgeschlossen hat, nach x Monaten, hat man das Team dann wieder entlassen und die Menschen haben sich anderweitig geformt in anderen Teams. Dabei hat man irgendwie gar nicht, meine Wahrnehmung, gar nicht gesehen, dass das gar keine Teams waren, sondern es war nur irgendwie eine Ansammlung von Menschen, die in dem Moment gar keinen Kontext hatten, weil die hatten die Zeit gar nicht. Sie hatten die Zeit gar nicht, sich als Team zu formen. Und dementsprechend, das sieht man ja zuhauf, Projekte, irgendwie waren die nie erfolgreich so richtig. Und wenn Projekte erfolgreich waren, hat man es vielleicht auch im Nachgang irgendwie schön geredet. Das heißt, ich glaube, weil deine Frage, ich glaube, ein Unternehmen hat gar keine andere Chance, als diesen Weg zu gehen, Menschen den Freiraum zu geben, die Plattform zu geben, sich als Team zu finden, sich in Teams zu finden. Und dann passiert da ganz, ganz viel. Das ist echt phänomenal, das zu sehen. Ja, klappt das denn nur so unter Nerds? Ne? Man weiß ja hier Agilität und ITler, ne? die sind ja auch eben der Vorreiter. Oder das sind ja dann auch Teams, die eben gemischt sind, die verschiedene Kompetenzen enthalten. Können das auch so Leute wie ich dann mitmachen oder stören die? Das ist sogar wichtig. Also wo wir darauf achten, wo ich ganz besonders darauf achte, ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Wissen, Skills, Talenten, Erfahrungen zusammenkommen. Weil nur dann hat man ein Team. Wenn man Menschen gleiche Prägung hat, also nur Programmierer, da fehlt ja was im Team. Und genau das ist dann natürlich aber auch die Herausforderung, weil logischerweise Menschen mit unterschiedlicher Historie, unterschiedlichen Wissen, unterschiedlichen Studienrichtungen müssen erstmal eine gemeinsame Sprache finden, um überhaupt sich zu verständigen. Und auch da muss man diesen Menschen Zeit geben und ihnen auch von außen nicht irgendeine Sprache, wie zum Beispiel eine Methode, für mich ist eine Methode ist auch eine Sprache der Verständigung oder Prozesse, ihnen aufzudiktieren, sondern die werden schon einen gemeinsamen Weg finden. Aber da muss man natürlich auch ein gewisses Zutrauen in die Menschen haben, dass das passiert. Und auch da wieder der Rückschluss auf die Epoche. Aus meiner Sicht kann man nur Vertrauen und Zutrauen in andere Menschen haben, wenn man genau das Gleiche in sich hat. Wenn man sich selber vertraut und nicht immer nach Methodiken, nach Best Practice, nach Standards selber ruft, sondern selber nachdenken möchte. Wenn man selber ganz genau weiß, was man kann, aber auch was man nicht kann, dann traut man es auch anderen zu. Sonst glaube ich nicht.
Sonst ist man immer verhaftet in Standards und in Methodiken. Und das ist Gift für Menschen, um wirklich als Team zu agieren, aus meiner Sicht. Ja, also da ist ja die Schule dann auch sehr gefragt, ne? Das Bildungssystem. Ja. Ich weiß noch, wie ich, wo war das? Dann fing das an, ich glaube 1980, damals bin ich dann in die Grünen eingetreten, bevor die in die Parlamente kamen. Und dann wurde das ja zum Mainstream und zack, zack, in allen Schulen wurden dann unsere Kinder unglaublich erzogen zu ökologischen Menschen. Ne, so, ja. Die waren ja schon fast die Sklaven der Ökologie mit der Einbildung, der Mensch wäre das schlimmste Lebewesen auf diesem Planeten. Das ging ja zack, zack. Ich habe mal geträumt, das war sehr eindrücklich, ich würde wieder eine Klassenarbeit schreiben müssen in Mathe, ne, mein Angstfach. Und habe dann irgendwie völlig panisch dann versucht, diese Aufgaben zu lösen. Und dann kam die Lehrerin, es war eine Frau, und flüsterte mir zu, du musst jetzt hier gar nicht so dich da in Panik versetzen. Ihr kommt sowieso alle erst weiter, wenn auch der Letzte alles verstanden hat. Und das war für mich so ein, ach, so ein Aufatmen. Brauchten wir nicht da auch gerade Ansätze, dass wir also in Schulen aufhören mit diesem Wettbewerbsgedanken, mit diesen nur die besten und harten Kandidaten und dass das auch möglich wäre, so wie damals mit dem Einfluss der Grünen und der ökologischen Bewegung, dass man dann auch eigentlich relativ schnell auch auf diese neue universelle planetare Kultur vorbereiten kann, indem man den Kindern diese Entspannung gönnt. Macht dir keine Gedanken, wir kommen sowieso erst weiter, wenn es auch der Letzte verstanden hat. Könnte es sein, dass da ein guter Ansatz ist? Du bist ja auch Vater, 10 und 13 sind eure Kinder. Ja, absolut. Also das sind so, da fallen mir ganz, ganz viele Themen ein. Beispielsweise, also wir legen, wenn man Kinder so in der, ich habe meine Kinder auch beobachtet, im Kindergarten, da agieren die Kinder noch nicht, ich sag mal so, da agieren die Kinder ganzheitlich. Irgendwann fängt es an in der Schule, da wird alles eingeteilt in Fächer. So, jetzt machst du Mathe und nicht Biologie. Wenn du Biologie machst im Unterricht, dann machst du nicht Physik. Und das zieht sich natürlich durchs ganze Leben durch. Ähnlich sind unsere Unternehmen auch aufgestellt, funktional. Vertrieb, Einkauf, Service, Logistik. Das heißt, wir versuchen, alles, was wir lösen wollen als Probleme, immer in Teilprobleme zu lösen oder zu zerlegen und dann zu lösen. Wir verlieren dabei aber die Vernetztheit und auch die Ganzheitlichkeit in unserem Denken. Und das ist ja auch das, was wir wahrnehmen. Jeder ist in seinem Silo gefangen. Jeder ist in seinem Expertentum verfangen. Ich habe genau die Rolle und nicht die Rolle. Ich bin jetzt Projektmanager und du bist der Programmierer. Dieses Ganzheitliche geht verloren. Und was mir auch noch einfällt, das geht ja in die Richtung, die du gesagt hast, wenn man sich mal die Frage stellt, wie man eigentlich wirklich lernt. Man lernt ja nur Themen, wo man wirklich angefixt ist. Das heißt, wo man richtig Bock hat. Die Themen lernt man gut. Themen, wo man nicht sinngekoppelt ist, wo man sagt, auch in der Schule, ich lerne jetzt Vokabeln auswendig oder wie meine Tochter mal vor Jahren musste irgendwas über Pharaonen lernen. Da habe ich mir die Frage gestellt, natürlich ihr nicht gesagt, warum tut sie das? Sie weiß gar nicht, warum sie das lernen muss. Sie muss es tun wie eine Maschine. Natürlich tun sich dann die Kinder schwer, so etwas zu lernen, weil ihnen die Sinnkopplung fehlt. Der Kontext fehlt total. Und ich glaube, heute ist es ein einfaches, wenn man sich mal in der Welt umguckt. Die ganzen Themen, die man hat, kann man an ganz, ganz vielen verschiedenen Fächern bearbeiten. Nimm das Thema Terrorismus. Terrorismus kann man, da kann man Geschichte lernen, Philosophie kann man anwenden, man kann Religion anwenden, man kann Mathematik anwenden, Physik. Also verschiedenste Fächer kann man lernen, wo man einen Kontext hat. Und das ist das Thema, was die Kinder heute auch Nachrichten sehen. Wenn sie zu Hause sind, Eltern unterhalten sich über bestimmte Themen und dann sind sie sinngekoppelt, dann können sie auch mitreden. Und dann haben sie auch Bock, solche Sachen zu lernen, weil sie dann auch mal was beitragen können, wenn Eltern sich unterhalten. Und ich glaube, da kann man ansetzen, den Kindern eine Sinnkopplung geben, ihnen klar zu sagen, warum sie das lernen. Dann haben sie Freude am Lernen und dann lernen sie auch. Vorher, und das ist irgendwie diese Krux dabei, das sprichst an, in der Bildung fängt es an, also ab der ersten Klasse. Da werden die Kinder irgendwie so ein bisschen technokratisiert. Wieder, da sind wir wieder beim Thema. Technokratisiert, zweite Epoche, was wir vorhin angesprochen haben. Wir werden quasi wie Maschinen erzogen und auch in der Bildung. Wir lernen wie Maschinen. Auswendig lernen, dann kriegst du eine Zensur dafür. Du wirst belohnt oder eben nicht. Ist irgendwie, auch da verliert man irgendwie das Menschliche aus dem Auge. Ne?
Ja, ich habe jetzt mal mitgeschrieben, also Vernetztheit, Ganzheitlichkeit, Sinnkopplung, Transparenz habe ich jetzt mal genannt, dieses Warum, was du angesprochen hast. Ist das okay, wenn ich es Transparenz nenne? Ja, absolut, absolut. Und eben auch, ja, wie sollen wir dieses menschliche Miteinander, hast du da auch ein Wort für? Weil ansonsten, ne, das reicht ja noch nicht. Ne? Da muss ja irgendwie auch noch so dieses, ja, irgendwas mit Mitmenschlichkeit, Mitgefühl oder so muss doch noch dazukommen, oder? Ich habe da ein schönes Bild irgendwie im Kopf. Ja, muss dazukommen. Und zwar Herbert Pietschmann, österreichischer Physiker, Philosoph, hat mal schön die östliche und die westliche Gesellschaft verglichen. Er hat gesagt, in der westlichen Gesellschaft ist es so, da ist jeder Mensch, kann man sich vorstellen, einen riesengroßen, ein ganz, ganz großer Felsbrocken. Und die Verbindung zwischen den Menschen ist ein kleiner Bindfaden. In der östlichen Gesellschaft, Japan und so weiter, ist es so, da sind die Menschen an sich ganz, ganz kleine Kieselsteine. Und die Verbindung zwischen diesen Menschen sind ganz, ganz dicke, fette Seiltaue. Und das symbolisiert das sehr, sehr schön. Wir sind irgendwie isoliert von uns. Das ist aber auch wieder diese Paradoxie, dass man sagt, also man kann andere, wie ich vorhin gerade gesagt habe, man kann andere als Mensch nur annehmen, wenn man sich annimmt. Und wir haben uns, und das ist das, was wir irgendwie gar nicht wahrnehmen, wir sind noch nicht mal Egoisten in der westlichen Gesellschaft, sondern wir haben uns selber verloren, weil wir uns selber so ein bisschen zu einer Maschine simplifizieren, trivialisieren, indem ich habe es vorhin kurz angedeutet, das Rufen nach Methoden, Standards. Das heißt, man muss bei sich selber anfangen, sich selber reflektieren, ganz tief, genau wissen, was man kann, was man nicht kann. Und dann hat man eine Chance, auch andere zu akzeptieren. Und dann entsteht vielleicht irgendetwas wie so ein menschliches Miteinander. Das habe ich vorhin auch beim Thema Teambildung so ein bisschen versucht anzureißen. Jeder muss bei sich selber anfangen und nicht immer nach außen gucken und rufen und nach Hilfe rufen, sondern jeder muss sich tief verstehen, um überhaupt andere verstehen zu wollen. Und das können wir, das ist immer so das ist also ein Bewegen zwischen den Polen, so sage ich es mal. Das können wir aber dadurch, dass wir so ein Entweder-Oder-Denken haben, also entweder etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Das machen die Japaner ja auch nicht. Die denken ja sowohl als auch. Das heißt, nichts ist einfach kontextlos gut oder schlecht. Deshalb fällt uns das schwer. Es fällt uns wirklich schwer, sich anzunehmen, andere anzunehmen. Da sind wir immer gleich wieder so in so einem dualen, in so einer Dichotomie. Also, und das ist das, was ich so wahrnehme. Das ist aber extrem schwer. Und deshalb ist es auch schwer, so jetzt so Ideen der Japaner im Bereich Lean Agil beispielsweise, kommen wir darauf zurück, jetzt auf uns zu übertragen, weil wir einen ganz anderen Denkrahmen haben als die Menschen, die eben diese Methodiken irgendwann mal erfunden haben. Und deshalb wenden wir Methoden immer falsch an, weil wir haben einen falschen Kontext. Ja. So ganz habe ich es noch nicht. Ich stelle mir irgendwas vor mit diesen dicken Seilen. Ne? Also kann ich irgendwie ein kleiner Stein sein. Eine Auflösung könnte ja sein, man darf Fels sein und hat auch noch dicke Seile, also Verbindungen zwischen den ganzen Menschen. Aber vielleicht kommen wir ja noch dahin. Ja, genau. Bevor ich jetzt zum Superhirn komme, möchte ich noch eine Frage, weil mich das mit Otto schon beeindruckt hat. Was denkst du jetzt in Deutschland, wie viele der wirklich bedeutenden Konzerne wie Otto oder vielleicht, du hast es ja auch Namen genannt, sind ja schon ziemlich weit. Bei Otto wissen wir ja, dass sie auch ganz viel eben im Start-up-Bereich arbeiten, dass sie ganz viele neue Geschäftsfelder erschlossen haben, versucht haben, sich nicht so sehr auf den Versandhandel abhängig zu sein. Die sind ja sehr innovativ, so wie ProSiebenSat.1 ist ja auch so ein Vorreiter. Könntest du mal sagen, was für dich so die Vorreiter sind in Deutschland, die eben jetzt in diesem Bereich versuchen, da ja, Vertrauen auch durch Kontrolle zu ersetzen, etc.? Also natürlich, ich glaube, so kleine so Startups grundsätzlich, also die haben, die gehen gleich mit so einem Mindset rein. Ja. So große Unternehmen, die auch eine gewisse Historie haben wie Otto, da ist das natürlich. Auch da ist es schwierig, weil wir haben ja, und das ist ja auch gerade für einen Wandel schwierig, so wie wir heute denken und arbeiten, auch bei Otto, das war ja erfolgreich. Sonst würde es uns ja gar nicht mehr geben. Und das ist natürlich auch schwierig für einen Wandel zu sagen, ja, das war mal erfolgreich, jetzt aber nicht. Das muss man erkennen. Das heißt, Startups, die Frage Startups sowieso, die haben so eine gewisse Geisteshaltung. Und sind deshalb auch entsprechend schnell und flexibel am Markt, können sehr, sehr schnell ihre Geschäftsmodelle anpassen auf den Kunden.
Größere Unternehmen, die ziehen jetzt natürlich nach. Es gibt ja viele Initiativen, siehe Augenhöhe oder siehe solche Begriffe wie Unternehmensdemokratie und so weiter, Holokratie, wo sich dann eben große Unternehmen wie auch jetzt Daimler drauf stützen. Der Zetsche hat ja vor kurzem gesagt, er möchte alle Hierarchien abschaffen. Er möchte nur noch Netzwerke haben, bestenfalls gar keine Führungskräfte mehr. Auch da sage ich, das werde ich auch oft gefragt, ich bin selber Führungskraft. Da ist man wieder mal entweder oder. Werden dann Führungskräfte gar nicht mehr gebraucht? Da sage ich, nee, falsch, nur anders. Wenn man sich mal guckt, ich verbinde das immer so mit kontextloser Führung. Ich glaube auch in einem Netzwerk, wenn man sich so ein Team, komme ich wieder zum Team zurück, auch in einem Team gibt es natürlich Führung. Aber da führt nicht immer nur einer, sondern je nach Kontext, sprich je nach zu bewältigender Aufgabe, führt immer derjenige, der dazu passend die meisten Talente und Skills hat. Und in einem Team wird das auch akzeptiert. Das ist implizit drin, dass die anderen Teammitglieder das dann akzeptieren und sagen, ja, jetzt führst du. Bei einer anderen Aufgabe führe ich aber, weil das kann ich besser. Und da muss man sich nicht groß abstimmen. Das passiert einfach. Und das macht so ein Team auch erfolgreich. Wenn man sich unsere Hierarchien anguckt in den normalen großen Firmen, wie auch Otto immer noch hat, da ist man Führungskraft. Und man muss eigentlich irgendwie, egal welche Frage man hat, man beantwortet die Frage und die Mitarbeiter, die warten auf eine Entscheidung. Und glaube ich, das lähmt so ein großes Unternehmen. Und das hat uns auch dazu geführt, zu sagen, das müssen wir ändern. Wir müssen Führung komplett neu definieren und eben Experten mehr Freiraum geben, auch mal Entscheidungen treffen zu dürfen. Aber wie gesagt, im Moment merke ich da in Deutschland, dass sehr, sehr viele Unternehmen das erkannt haben und auch diesen Weg gehen wollen. Aber der ist natürlich schwierig, wie vorhin angerissen. Ne? Der ist nicht so einfach, weil man sich da, wie gesagt, man kann sich dort nicht auf Best Practice verlassen, sondern jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Und das macht es natürlich auch für Berater extrem schwierig, dann da gut zu beraten, weil mit Best Practice kann man da nicht kommen. Ich sage so, ein Wandel passiert immer von innen heraus im Unternehmen. Und von außen kann man Impulse, kann man irritieren, aber den eigenen Weg muss man immer im Unternehmen selber finden. Aber dafür braucht man Vertrauen in sich. Da kommen wir wieder zurück, das ist der Zirkelschluss. Man muss sich selber vertrauen, um auch einen eigenen Weg wirklich finden zu wollen, eine eigene Lösung finden zu wollen, ohne immer nach anderen zu gucken, wie die es tun. Ja, ich lese nochmal deine Begriffe vor. Vernetztheit, Ganzheitlichkeit, Sinnkopplung, Transparenz, Reflexion. Könntest du also, ich weiß nicht, ob Otto das so hält, dass sie da auch irgendwie drüber kommunizieren, dass man da mal nachlesen kann, wie dieser Change-Prozess eben abgeht. Ja. Oder kennst du andere Unternehmen? Du hattest gesagt, Bosch ist auch ziemlich weit vorn. Weil je mehr wir darüber lesen können und uns informieren können, da bietet ja die FAZ oder so nicht so ganz viel. Was können wir tun, um eben Vorbilder uns auch da, um davon zu lernen und das zu beobachten? Also über Otto, und das finde ich auch gut, der Vorstand hat ja den sogenannten Kulturwandel ausgerufen, Ende letzten Jahres. Und selbst auch unsere Vorstände berichten darüber auf Konferenzen, auf Kongresse und zeigen da und skizzieren den Weg, den wir gehen. Wichtig ist halt, wenn man sich sowas anguckt, ich bin ja auch sehr oft auf Konferenzen und rede darüber, was wir bei Otto machen, was ich speziell mache bei Otto, wie ich für mich den Wandel forciere. Ich glaube, wenn man sich solche Vorträge anhört, muss man auch dort den richtigen Mindset haben. Man darf nicht hingehen und sagen, super, so wie die das tun, mache ich das auch. Sondern wenn ich mir sowas anhöre, ich lasse mich inspirieren und gucke dann im zweiten Schritt, wäre das etwas, was man auch bei uns anwenden kann, was ich selber anwenden kann? Und dann versuche ich das, aber immer mit einer eigenen Note. Also niemals versuchen, irgendetwas zu kopieren, zu adaptieren, weil dann wirkt das nicht authentisch und dann wird das niemals erfolgreich. Also, aber hören kann man da viel, viel. Also jetzt, unsere Vorstände sind ganz, ganz oft auf Konferenzen. Und auch in verschiedensten Blogs kann man da viel lesen. Bei mir auch im Blog schreibe ich auch einige Male darüber. Wie gesagt, man kann sich inspirieren lassen, das ist auch das, was ich gesagt habe, von außen. Man kann sich irritieren lassen, inspirieren lassen, aber den eigenen Weg muss man selber finden. Und das ist aber das, was man irgendwie nicht so gerne hören möchte, weil gerade unsere Berater wollen das natürlich nicht hören, weil dann müssen sie sich ja die Frage stellen, was mache ich dann eigentlich? Was ist dann meine Aufgabe? Ich glaube, die müssen sich auch neu definieren in diesem Kontext. Ja? Ja, das stimmt. Das ist auch dieses alte Denken. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich eben bei, auch gerade bei Männern, ne, das ja oft erlebe, ne, so dieses eben auch
Ich weiß was, ich bin Akademiker, ich habe eben ganz viel gelesen, ich kann das reproduzieren, ich habe auswendig gelernt. Und dann bemüht man sich natürlich auch, das alles, dieses Wissen dann zum Beispiel im Beratungsprozess dann auch zu beweisen, zu zeigen, um eben dann auch seine Reputation dadurch zu beweisen. Und ich selber erlebe eben auch, für mich ist das ein bisschen wie ein Wunder. Ich bin ja seit Anfang an, kann man fast sagen, im Bereich Social Media. Ich bin ja Marketing-Tante, ne, bin ich ja tätig. Und habe ja auch selber durch Social Media schon zwei Unternehmen aufgebaut und jetzt gerade das dritte. Und endlich, ich würde bei mir sagen, seit einem halben Jahr, endlich kann ich auch beraten. Ich habe mich immer geweigert, Unternehmensberatungen zu machen im Bereich Social Media, weil die immer Rezepte wollten. Und jetzt ist es so, dass ich endlich wirklich auch richtig viele Aufträge plötzlich bekomme. Ich bin ganz überrascht, wo dann auch die Bereitschaft da ist, zu sagen, ja, ne, wir machen diese Schulung und ja, wir wollen eben dieses andere miteinander kommunizieren, mit diesem mutigen, mit diesem einzigartigen und diesem von unten aufbauenden. Dazu sind wir jetzt bereit. Und jetzt fängt es richtig an, Spaß zu machen. Also ich denke mal, dass dieses nochmal Epoche der universellen planetaren Kultur vielleicht doch schon, auch gerade jetzt seit einem Jahr vielleicht oder zwei Jahren nochmal so einen Schub erfahren hat und dass es eine gute Zeit ist, um jetzt vielleicht auch dank KI, dem, was da eben jetzt alles passiert, vielleicht hat das auch Einfluss. Meine Tochter nennt das immer umgekehrte Psychologie. Je mehr man von der einen Seite bedroht wird, desto mehr verändert man sich dann zur anderen hin. Und da sind wir dann beim Thema Superhirn. Also nochmal, ne, guckt YouTube-Vorträge. Ich weiß nicht genau, welche Keywords da jetzt gut sind, aber Vorstand Otto, Kongress, Vorstand Bosch, Kongress. Ich denke mal, und wenn man einmal den roten Faden hat, dann kommt man ja auch zu den Blogs, dann kommt man auch zu den Publikationsorganen, die dann eben auch da sich das zum Thema gemacht haben. Und bei deinem Blog, Condidet, Lofte, den wir auch unten verlinkt haben, und der Reise des Verstehens. Man muss nur bei dir immer so ein bisschen suchen, ne? So, also das ist, da kann ich jetzt nicht sagen, so, ich gucke mir jetzt alles an, wie sich da bei Otto und Co. gerade dieser agile Prozess, oder? Gibt es bei dir eine Anleitung, wie ich da hinkomme? Ja, es gibt, ich habe einige Artikel darüber geschrieben, wie ich das Thema Führung definiere. Und wie gesagt, bei mir immer dann, wenn ich, das merkt man auch, wenn ich schreibe, bei mir ist es immer sehr vernetzt. Ich versuche immer, sehr viele Einflüsse aus vielen, vielen Bereichen damit zu übernehmen und für mich so in einen Kontext zu bringen, um für mich so eine Lösung zu finden und für mich auch zu definieren, was bedeutet das eigentlich, gute Führung? Was bedeutet, agil zu sein oder lean zu sein? Da habe ich jetzt gerade in diesem Jahr, wenn man darauf geht, einiges geschrieben. Teilweise natürlich auch provokant. Also wenn ich dann sowas sage wie, wenn ich gefragt werde, sag mal, was ist eigentlich gute Führung? Wenn ich dann sage, kann ich nicht beschreiben, kannst du nur beobachten. Oder wenn ich sage, das meine ich auch mit Irritation, wenn du Unternehmensführung verstehen willst, solltest du bestenfalls kein BWL studiert haben. Weil dann bist du nicht konditioniert. Genau. Das BWL ist wieder dieses Fächerwissen. Ich mache Marketing, ich mache, ne? Also das Ganzheitliche geht dort verloren. Man geht einfach mit einer anderen Einstellung dort ran und definiert quasi das Unternehmen irgendwie neu, vom Kunden gedacht. Und das lernt man, sage ich, nicht unbedingt in der Betriebswirtschaftslehre. Ja. Sondern da lernt man, dass ein Unternehmen aufgeteilt ist in Silos, in Vertrieb, Einkauf, Logistik, Service. Ja, und so versucht man auch zu denken, zu agieren und das lähmt dann ein Unternehmen. Also, ne, und von daher bin ich da manchmal ein bisschen provokant, versucht zu irritieren. Cool. Und zwar deshalb, um dann eben Nachfragen zu bekommen. Manchmal sagen wir, ja, der ist irgendwie, was will der schon wieder? Aber viele fragen nach. Und dann habe ich eine Chance, da habe ich eine Plattform, das zu erklären. Aber Menschen müssen erstmal zuhören wollen. Und das schafft man, indem man irritiert. Genau. Und das ist so, das erkennt man dann auch an meinem Blog, dass ich eben grundsätzlich solche Sachen versuche, ganzheitlich zu erklären. Ja. Mit vielen Einflüssen aus der Kybernetik, aus der Philosophie. Ich stelle mir immer die Frage, warum ist denn das so, wie wir heute denken und arbeiten? In der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, Unternehmen. Das muss ja einen Grund haben. Und das findet man immer eigentlich in der geschichtlichen Entwicklung. Ja. Und das versuche ich für mich zu begreiflich zu machen und dann auch niederzuschreiben.
und zu verlinken. Also du machst es einem Unbedingt ganz leicht, du hast viele Links in deinen Beiträgen und führst dann dadurch ja auch wieder, ne, zu denen, die sich da viel mit dieser Frage beschäftigen, aus philosophisch, mathematisch, was auch immer, welcher Sicht, und die da große Vordenker sind. Und das lohnt sich wirklich. Und du bist eben jemand, der kommuniziert, der Antworten gibt und der auch irgendwie auf den Leser eingeht. Und das ist ja auch nicht so. Ich finde, du bist unglaublich höflich. Das oh, danke. Wirklich, ja, das ist richtig. Also, USP, ich bin sehr, sehr höflich. Ja, und das finde ich toll. Bisschen japanisch vielleicht. Okay. So, dann kommen wir jetzt mal zum Superhirn. Also, du hattest das so abgenickt, als ich gesagt habe, ich denke, in dieser universellen planetaren Tour ist es auch so, dass dann eben diese, ja, diese Symbiose zwischen Natur, Tier, Mensch, Maschine eine ganz andere wird. Und das hast du so gesagt. Also, wie siehst du das denn nun wirklich? Du hast mir gesagt, niemals kann eine Maschine intelligenter sein als ein Mensch. Wieso denn nicht? Weil Stand heute, wenn man sich mal guckt, was so eine Maschine macht, eine Maschine muss man immer programmieren. Und um irgendetwas zu programmieren, muss ich es vorher verstanden haben. Und für mich ist immer wieder fatal, wenn ich manchmal einige Forscher im Rahmen der künstlichen Intelligenz beobachte und auch zuhöre. Wir haben heute immer noch nicht begriffen, was eigentlich Bewusstsein im Menschen bedeutet. Wir können es nicht erklären. Und die sagen, und die machen den Umkehrschluss, die sagen, wir hoffen, dass wenn wir Maschinen konstruieren, die künstlich intelligent sind, dass wir dann an diesen Maschinen auch das Bewusstsein von Menschen erklären können. Das ist für mich so irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge, finde ich echt fatal. Wenn man sich mal guckt, auch das Thema Daten. Daten entstehen immer. Immer in der Vergangenheit. Ich habe noch niemals Daten gesehen, die in der Zukunft entstanden sind. Die gibt es heute noch nicht. Und natürlich kann man in Daten Muster erkennen. Und das ist ja auch das, was Maschinen machen. Muster erkennen, künstliche Intelligenz auf Muster irgendwie zu reagieren und dann Erkenntnisse zu ziehen. Ja, das machen Maschinen. Aber immer mit dem Blick in den Rückspiegel. Etwas Neues, also wirklich innovativ zu sein, Das kann man nicht programmieren. Also wenn man jemanden fragt, man kann Innovation erst dann programmieren und einer Maschine auch beibringen, wenn man erklären kann, wie das eigentlich funktioniert. Wenn ich mal eine gute Idee hatte irgendwo oder auch ein anderer Mensch, wenn man den fragt, sag mal, wie bist du denn jetzt gerade auf die Idee gekommen? Erkläre mal den Prozess, der in dir abgelaufen ist. Das kann man nicht. Ja, die Idee ist einfach da und man kann das im Nachhinein relativ schwer verargumentieren. Weil es einfach nicht geht. Wir haben es einfach noch nicht, wir wissen nicht, was bedeutet, was Selbstbewusstsein, was Bewusstsein bedeutet, was auch Intelligenz bedeutet. Das wissen wir alles nicht. Und natürlich haben wir Erfolge. Also das nutze ich ja selber bei Otto mit automatisierten Prozessen, indem man eben Daten nutzt. Aber wenn man wirklich innovativ ist, dann muss immer der Mensch noch mit rein. Dann kann man das nicht einer Maschine überlassen. Wie beispielsweise, wenn man ein neues Geschäftsmodell entwickeln möchte, dann wird das keine Maschine können, sondern es kann nur ein Mensch. Warum? Weil da muss ich kreativ sein, da muss ich innovativ sein. Und solche Vorgänge, die in einem Menschen ablaufen, wo man eben die Dichotomie zwischen Geist und Materie aufbricht, das können wir noch nicht programmieren. Das stand heute nicht programmieren. Ich sehe da auch noch keinen Zeitpunkt irgendwie in der nahen Zukunft, wo wir das könnten. Weil das ist die Bedingung, man muss es erklären können und dann kann man es programmieren. Und wenn mal beispielsweise einige, es gibt ja hier von dem Ray Kurzweil auch das Thema die technische Singularität, dass er sagt, es ist gar nicht mehr weit entfernt in der Zukunft, dass jegliche Entscheidungen, die getroffen werden, müssen oder auch können, eine Maschine besser kann als jeder Mensch. Und da bin ich nicht bei ihm, das glaube ich nicht. Also man kann, also ich sage mal so Routine. Börse. Also bei der Börse ist es ja schon so. Also ja gut, das ist aber die Frage, das ist ja so ein bisschen auch die selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Ne? Also natürlich werden, wenn an der Börse, da wird spekuliert, da wird automatisiert spekuliert. Die Frage ist aber, da glaube ich schon. Aber ich gebe ein Beispiel. Wo wir, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, was wollte ich sagen?
Ja, also ich war immer noch, vielleicht fällt es mir wieder ein, egal, aber das ist genau der Punkt. Ich muss irgendetwas, ich muss es erklären können, weil dann kann ich es programmieren und dann kann ich es auch einer Maschine beibringen. Jetzt kann man natürlich sagen, wie beispielsweise im Schachcomputer oder jetzt auch im Go, dass eben eine Maschine den besten Menschen, den es auf der Welt gibt, in diesen Spielen bezwungen hat. Ja, klar. Aber da geht es halt, da hat man genau einen Kontext. Natürlich kann eine Maschine viel, viel schneller als ein Mensch alle möglichen Variationen an Spielzügen im Schach oder auch im Go durchrechnen, vorantizipieren, sage ich mal so, obwohl es nicht wirklich stimmt bei einer Maschine, und dann eben natürlich einen Menschen schlagen. Aber da geht es auch wirklich nur, und das nenne ich so monokontextual, also da geht es um den Kontext, du spielst jetzt Go. Wenn man dieser Maschine, dieser Maschine wird nie in den Sinn kommen, zu sagen, ich habe jetzt keine Lust, Go zu spielen, ich spiele jetzt mal Mau mit dir. Das wird die nie machen. Also diesen Kontext zu wechseln, das kann ein Mensch, eine Maschine nicht. Die kann man darauf programmieren, genau dafür da zu sein. Und ähnlich ist es auch mit den selbstfahrenden Autos. Das sind alles Routineaufgaben. Das Autofahren an sich ist eine Routinetätigkeit. Das kann ich programmieren. Ich habe meine Schilder, wie beispielsweise ein Stoppschild. Und immer wenn ich als Mensch ein Stoppschild sehe, ne, dann muss ich anhalten. Das ist kontextlos. Da kann ich nicht situativ entscheiden, nee, jetzt mal nicht. Und das kann ich natürlich programmieren. Ich kann programmieren, dass immer wenn eine Ampel rot ist, dann hältst du an. Das sind alles Sachen, die kann man programmieren. Und das kann natürlich eine Maschine dann auch. Das ist ja logisch. Das sind für mich aber alles Routinetätigkeiten. Die haben nichts mit Kreativität zu tun, nichts mit innovativ sein. Da glaube ich dran. Aber ich glaube nicht daran, dass alle Tätigkeiten, die wir Menschen machen jetzt, vor allem die Denktätigkeiten, eine Maschine irgendwann genauso gut kann. Jedenfalls nicht absehbar. Nicht absehbar, Stand heute. Meinst du dann alles, was so in die Zukunft gerichtet ist? Also wie eben irgendwie Ideen entwickeln oder genau. Eben, die, ja, und eben natürlich auch diese emotionale Intelligenz. Absolut. Das geht ja nun beim besten Willen nicht. Gestern war ich noch vorgestern auf einer Veranstaltung, wo unser Bürgermeister aus Dortmund ganz erschüttert war. Da ging es eben um den Masterplan Digitales Dortmund, weil er den letzten oder vorletzten Tatort gesehen hat, wo ein Avatar seine echte Herrin, also das Vorbild, nachdem er gebaut wurde, ermordet hat mit einem selbstfahrenden Auto. Also dass eben ein Avatar einfach nur, weil er merkt, mir geht's an den Kragen, mein Frauchen will mich eliminieren, also muss ich mein Frauchen ausschalten, das denkst du, ist unmöglich? Ist unmöglich, weil dort betritt man, ich sag mal so, diesen geistigen, seelischen Bereich. Und ich sag mal so schön, wir begehen ja so ein bisschen irgendwie so einen Kategorienfehler von der Kompliziertheit. Das heißt, etwas ist kompliziert, Vorgänge sind kompliziert, die ich beschreiben kann und deshalb programmieren kann. Das sind ganz, ganz viele auch, logischerweise, ganz, ganz viele Sachen. Bis hin ins Komplexe, das kann ich nicht beschreiben. Das ist dann eben das Geistige. Und da begehen wir genau diesen Kategorienfehler. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine Maschine das erkennt. Mir geht es an den Kragen, wie man es bei vielen Filmen sieht. Die sind ja jetzt in den letzten Jahren Wahnsinn. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube nicht daran, weil das verbinde ich so ein bisschen mit, da muss der Kontext erstmal gesetzt werden. Und der Kontext heißt da, Maschine, mir geht es an den Kragen und dann handle ich nach diesem Kontext. Programmieren ist, und das ist auch alle Künste und auch Deep Learning, also so selbstlernende Algorithmen, die man ja so schön auch in der künstlichen Intelligenz hat, das ist nicht wirklich ein Selbstlernen, so wie wir es können, wir Menschen. Weil dort ist der Kontext immer vom Programmierer gesetzt. Diese Maschine kann niemals zwischen sich und zwischen der Umwelt unterscheiden. Und das muss man können, um Selbstbewusstsein zu haben. Das kann die Maschine nicht. Die Maschine kann den Kontext nicht erkennen, sondern die wird programmiert von irgendjemandem, vom Programmierer. Und dann tut die genau das, was im Programm vorgesehen ist. Eine Maschine wird, genau. Und deshalb glaube ich daran nicht, dass eine Maschine irgendetwas erkennt und auf der Basis dann, also mit erkennen meine ich natürlich nicht, nimm ein selbstfahrendes Auto. Ein selbstfahrendes Auto kann natürlich über Sensoren erkennen, die Ampel ist rot oder grün. Natürlich, das kann es tun.
Das meine ich aber nicht mit Kontext. Das meine ich aber nicht mit Kontext wechseln, sondern das meine, da ist der Kontext gegeben, wie nach dem Motto, halte alle Regeln ein. Und teilweise müssen dummerweise wir Menschen das auch machen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, 4 Uhr, dann ist auf der Straße die Ampel an, die ist rot und da ist kein Mensch auf der Straße. Ich muss trotzdem warten. Das heißt, da handle ich quasi wie eine Maschine. Das kotzt mich total an, weil eigentlich könnte ich ja fahren, aber ich darf nicht. Und ja, ich darf da den Kontext nicht wechseln, weil da würde ich quasi ein Gesetz brechen. Wenn man mich dabei erwischt, dann bin ich dran. Also um klar zu sagen, daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass diese Maschinen genau das können, weil derzeit unsere Wissenschaft, unsere Mathematik darauf gar nicht ausgelegt ist. Da müsste ich jetzt näher ausführen. Da habe ich auch einige, da findet man einige Artikel auch in meinem Blog, wo ich das ein bisschen detaillierter beschreibe, warum unsere Mathematik eben, ich nenne es immer monokontextual ist, eben genau das nicht kann. Also, aber da würdest du mir doch recht geben, dass wenn ich zum Beispiel jetzt mich morgens in mein Auto setze, also das ist ja heute schon fast möglich über Wearables etc., ne? Wenn es dann eben feststellt, ich habe noch 0,7 Promille oder ich habe zu hohen Blutdruck und sagt, ich springe nicht an. Das ist auf jeden Fall, das ist ja jetzt nichts Aufregendes. Ja. Das gibt es ja. Genau. Also kann man doch sagen, dass auf jeden Fall die Abhängigkeit und das Ausgeliefertsein an Maschinen vielleicht auch das ist, was die Menschen dann so mit diesen, ne, mein Avatar wendet sich gegen mich und tötet mich, was sie dann eben so bildlich als Märchen dann auch so formulieren, aber was dann im Grunde genommen schon auch einen sehr realen Hintergrund hat. Ist ja egal, ob man jetzt sagt, die sind menschenähnlich, ich würde ja nie KI als Menschenähnlichkeit definieren, oder ob man sagt, ne, die Dinge, die ja auch untereinander kommunizieren, die ja auch selbst lernen und sich weiterentwickeln, schaffen da ein Universum. Ne? Also früher war ich eben nur, wie du schon sagtest, von der Natur abhängig und habe mir dann Götter gemacht, um da irgendwie mit klarzukommen. Und heute bin ich dann eben abhängig eben von dieser überwachten, technisierten Welt, die alles verfolgt, jede Bewegung von mir, alles, was ich denke, fühle, an Körperäußerungen habe etc., und zwängt mich dadurch in ein Korsett. Ich denke, das ist das, was eben auch viele, da seid ihr Mathematiker, ihr seid immer dabei, ihr sagt immer, künstliche Intelligenz fängt erst da an, wo ein Mensch und eine Maschine ähnlich werden. Wir Laien sagen, künstliche Intelligenz ist da, wo ich eben irgendwie, wo nicht mehr die Maschine mein Diener ist, sondern ich der Maschine ausgeliefert bin. Ne? Zum Beispiel ich auch als Richter vielleicht dann einfach nicht mehr ein Urteil sprechen darf, weil eben die Computer dann eben aus allen Urteilen, die ähnlich gefallen wurden, dann eben berechnet, dass jetzt das richtige Urteil ist oder ein Arzt, die und die Diagnose und so weiter und so fort. Also das würdest du doch nicht bestreiten, dass die Abhängigkeit von diesen datengetriebenen Maschinen eben uns schon in ein Korsett zwingt, das Angst macht. Absolut. Da ist die Frage, also ich glaube schon daran, das sehe ich auch, dass wir Menschen und Maschinen uns irgendwie da einander annähern. Die Frage ist aber nur, kommen die Maschinen auf unser Niveau oder begeben wir Menschen uns auf das Niveau der Maschinen? Und ich glaube eher das Zweite ist der Fall. Du hast vorhin das gute Beispiel genannt, mit dem eine Maschine erkennt, ob du einen Alkoholwert hast im Blut oder nicht und dann nicht anspringt. Das geht, aber da ist doch der Kontext. Was kann die Maschine nicht? Die kann nicht entscheiden, na, höchstwahrscheinlich werde ich nicht erwischt. Ich spring doch an. Ein Mensch kann das. Ein Mensch kann trotzdem sagen, ja, ich glaube, ich dürfte noch nicht fahren, ich fahre aber trotzdem. Einer Maschine das beizubringen, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Kontexte, die man beachten müsste, das kann eine Maschine nicht. Ja, eben. Da bin ich ja dann so abhängig von ihr. Ich würde sagen, scheißegal, ich fahre jetzt trotzdem und die Maschine fährt nicht los. Das ist ja furchtbar. Meine Handlungsfreiheit wird ja dadurch unglaublich eingeschränkt. Absolut. Und das ist ausgeliefert sein, das ist auch das, was wir, klar, was man derzeit wahrnimmt. Klar, das ist ja eben, wo ich dann sage, ja, da begeben wir uns aber dann auf das herab, was eine Maschine kann und verlieren so ein bisschen die Fähigkeit, die wir grundsätzlich haben, so ein bisschen aus den Augen. Ne? Und das ist gefährlich für unsere Gesellschaft und auch für uns. Genau, davon muss man sich freimachen. Deshalb sage ja nicht, Maschinen sind schlecht, sind grundsätzlich schlecht. Man muss immer den Kontext betrachten, wo man so eine Bewertung macht. Klar, also ich liebe ja auch viele technologische Fortschritte. Also wir würden jetzt hier nicht miteinander reden können über Hangout, wenn es das alles nicht geben würde. Ne?
Aber man muss es immer in Relation betrachten, für sich das Gute rausziehen und das aber das Menschliche an sich eben nicht vergessen dabei. Ne? Gut, also wir haben die Überwachung. Heute hat ja oder gestern hat ja auch unsere Bundeskanzlerin nochmal gesagt, es geht einfach nicht mehr, dass wir so mit unserem alten Datenschutz, unserer Geisteshaltung zum Datenschutz eben hier weitermachen, weil somit überlassen wir dann eben anderen, Silicon Valley, China, ne, die beiden ja am weitesten, überlassen wir dann eben diese Datenhoheit. Wir müssen eben auch selber die Möglichkeit haben. Du hast mir ja auch schon erzählt, dass Otto die ja extrem auch Wert darauf legen, nach deutschen Datenschutzrichtlinien. Logisch werden die anderen deutschen ernstzunehmenden Unternehmen ja auch müssen, sind ja keine Start-ups. Aber okay, also es wird auch hier kommen. Es geht einfach nicht anders. Ohne Datentransparenz, ohne Big Data, Business Intelligence ist man einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben also diese Überwachung bis hin eben dann ins Allerletzte, da müssen wir irgendwie mit leben. Oder siehst du da eine Chance, dass wir sagen, nein, da gibt es noch was anderes? Nö, daran glaube ich, ist halt nur die Frage, wie wir damit umgehen als Menschen. Ne? Ja, dann lass uns doch jetzt mal dieses Letzte, diese Vision, also der dritte Menschentyp für diese Epoche der universellen planetaren Kultur, muss also andere Eigenschaften besitzen als der Alte aus der zweiten Epoche, der eben jetzt mit Kontrolle, mit auswendig lernen, mit sich bilden, mit sich im Wettbewerb befinden mit den anderen Menschen. Er braucht andere Eigenschaften. Er muss zum Beispiel damit leben können, dass er komplett transparent ist, bis hin zu Blutdruck und Alkoholpromillepegel. Wie muss dieser Mensch, mal doch mal ein Bild, wie dieser Mensch sein muss, um nicht zum Sklave der Maschinen, nennen sie intelligent oder nennen sie dumm, aber zum Sklaven dieser Maschinen zu werden und nur noch in Angst und Abhängigkeit zu sinken. Wie muss der sein? Ja, muss er, also ich sage mal schön, muss denken wollen, muss ein gesundes Verhältnis zu sich aufbauen, muss relativ genau wissen, jeder sollte wissen, eben, was man kann, was man nicht kann, sehr, sehr viel reflektieren, ganz, ganz viel beobachten, sich nicht auf etwas, ich nenne es immer so, dieses Kontextlose beziehen, also auf keine Regeln, Prozesse, sondern jede Situation für sich neu bewerten, zu durchdenken und das den anderen Menschen eben genauso zuzugestehen und nicht nur in Modellen zu denken. Natürlich nehmen wir logischerweise, sonst würden wir gar nicht wahrnehmen, wir haben immer Modelle im Kopf. Das verbinde ich mit Mindset. Das sind unsere internen Strukturen, unsere Einstellungen, all die muss sich ändern. Und das ist das, was wir Menschen, und das ist der entscheidende Punkt, also auf sich zu vertrauen und nicht immer gleich auf etwas Gegebenes, was man findet, zu setzen und das nicht zu hinterfragen. Viel hinterfragen. Ich glaube, das sind so diese Eigenschaften, die man mitbringen muss, um grundsätzlich vielleicht, wie du sagst, diese dritte Epoche, dass wir die gemeinsam angehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viel reflektieren, beobachten. Aber natürlich auch mutig sein, weil da muss man sich auch natürlich auch viele Sachen eingestehen, wo man sagt, das kann ich jetzt nicht. Was ja auch nicht schlimm ist, aber auch das... Ja, und auch Regelverstöße zu begehen. Im Grunde genommen leuchtet durch alles, was du sagst, auch ein Stück weit durch. Der Unterschied zwischen mir und der Maschine ist, ich kann gegen Regeln verstoßen. Genau. Kann man das so sagen? Wie bitte? Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Weil ansonsten, das ist auch Wandel. Also Wandel passiert ja nur dann, wenn man gegen Regeln verstößt, weil man hat in so einer Gesellschaft Regeln. Und wenn man immer ganz stur Regeln befolgt, dann ist es ja irgendwie logisch, oder? Dass dann sich nichts ändern wird. Und genau das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Wir können ganz, ganz bewusst gegen Regeln, gegen Spielregeln verstoßen und damit befeuern wir einen Wandel. Und das ist das, was wir tun müssen. Und immer abzuwägen, ob man jetzt gewisse Regeln, ob man da wirklich gegen verstoßen kann oder nicht. Weil wenn man immer nur gegen Regeln verstößt, und das sehen wir ja auch in der Gesellschaft, dann wird man irgendwann aus dem System ausgestoßen. Also in der Gesellschaft ist dann landet man irgendwann im Gefängnis, wenn man immer gegen Regeln verstößt. Und dieses Abwägen, wann kann ich das und wann kann ich es nicht, da gibt es keine Regel für. Also auch dafür gibt es dann keine Regel, weil man gegen Regeln verstoßen kann oder nicht. Aber man muss es tun. Und dann auch ganz bewusst, klar. Und das ist schwierig. Dafür gibt es kein Rezept.
Boah, das ist ja richtig cool, findest du nicht? Ich finde, wir haben jetzt was richtig Gutes erarbeitet. Vielleicht ist das ja Ja. sogar neu. Ist wahrscheinlich nicht neu, was ist schon neu. Aber für mich ist es auf jeden Fall wirklich jetzt ganz toll. Und mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, dass eigentlich dieses ganze Gespräch über, bei allem, was du gesagt hast, ich glaube, das war jetzt eine Stunde, dass du immer eben irgendwie dieses, ich kann gegen Regeln verstoßen, eine Maschine kann das nicht. Es gibt keine künstliche Intelligenz, weil Maschinen können nicht gegen Regeln verstoßen. Sie sind immer nur, ne, abhängig von dem, womit sie gefüttert wurden und können von daher, auch wenn sie selbst lernen, nur immer, ja, maschinell handeln. Das heißt eben nach Regeln handeln. Ich als Mensch kann anders sein. Und das ist doch jetzt wirklich eine Möglichkeit, ein Anhaltspunkt, um zu sagen, wie können du und ich und die anderen, die ja auch so denken wie wir und die sich auch wünschen, ne, Sigi Becker hat mal gesagt, die Beschleunigung der Beschleunigung in Gang setzen. Da muss ich dann dran denken, als Trump gewonnen hat, da habe ich gedacht, vielleicht ist das auch ein Stück weit die Beschleunigung der Beschleunigung, was da gerade passiert ist. Vielleicht ist das sogar super gut, dass das passiert ist für uns alle. Und eben, er verstößt ja auch gegen Regeln. Das gefällt den Menschen ja auch so gut. Und dass wir tatsächlich sogar womöglich, ne, also nicht, dass ich den gut finde, aber dieses, dass er sich traut, gegen alle Regeln zu verstoßen, gefällt mir richtig, richtig gut. Sollen wir das so als Handlungsaufforderung vielleicht ein bisschen mitnehmen und mal überlegen, wo wir das tun können innerhalb unserer Verantwortung, unserer Möglichkeiten und unserem Bedürfnis, nicht ins Gefängnis zu kommen? Genau, also das glaube ich, das kann man so als Quintessenz aus unserem Gespräch mitnehmen. Fand ich auch sehr erhellend, auch für mich nochmal erkenntnisreich. Fand ich sehr, sehr cool. Aber genau darum geht es, das kann nur ein Mensch. Wann verstoße ich ganz bewusst gegen bestimmte Spielregeln, wann nicht, wann halte ich sie ein? Und genau das, und genau dafür gibt es kein Rezept und deshalb kann man es nicht programmieren, deshalb können das Maschinen nicht. Das kann man vielleicht so stehen lassen, ja, genau. Ja, finde ich cool. Sehr Danke. schön. Okay, Ja, machen wir Schluss, ne? ebenfalls. Gut gemacht. Ja, finde ich auch. Tschüss, ihr alle. Ciao.